herzlich willkommen. Heute möchte ich euch erklären, wie konstruiere ich zu einer gegebenen Geraden G, die parallel durch einen gegebenen Punkt P. Kurz zur Wiederholung, was ist eine Parallele? Das ist unsere Gerade G und das ist die sogenannte Parallele zu G. Und zwei Geraden sind dann parallel, wenn sie immer den gleichen Abstand in jedem Punkt zueinander haben. Und den Abstand würde ich quasi hier über diese rote Linie mit den zwei rechten Winkeln beschreiben. So. Also im Endeffekt, um die Parallele zu konstruieren, bräuchte ich eigentlich zweimal diesen rechten Winkel. Und wie konstruiert man rechte Winkel? Über die sogenannte Mittelsenkrechte. Wem das nichts sagt, packe ich da oben einen Link hin. Da könnt ihr es euch genauer erklären lassen. Ansonsten zeige ich es euch jetzt einfach mal, wie wir vorgehen. Erster Schritt, wir stechen in den Punkt P ein, machen den Radius vom Zirkel so, dass er ein bisschen größer ist und wir die untere Gerade zweimal schneiden. Hier und hier. Dann erhalten wir nämlich diese beiden Hilfspunkte, nennen wir sie H1 und H2. Wenn ich jetzt von den beiden die Mittelsenkrechte mache, also das heißt, ich steche hier ein, mache einen Kreis außenrum und steche hier ein und mache einen Kreis außenrum, dann bekomme ich die Mittelsenkrechte von diesen beiden Punkten. Und wenn ich es jetzt richtig konstruiert habe, muss die Mittelsenkrechte durch den Punkt P gehen. Daran könnt ihr nämlich kontrollieren, ob eure Konstruktion bis hierhin stimmt. Also ein bisschen besser zielen. So. Gut, jetzt habe ich schon mal diesen rechten Winkel hier unten. Also den hätten wir schon mal. Jetzt brauche ich noch hier oben einen rechten Winkel am Punkt P. Also brauche ich jetzt zwei Punkte, die von P gleich weit weg sind. Dazu machen wir wieder erstmal einen Hilfskreis um P. Den Radius mache ich jetzt ein bisschen kleiner. Weil der Radius muss jetzt groß genug sein, dass er die rote Hilfslinie, die ich hier gezogen habe, zweimal schneidet. Dann habe ich hier wieder zwei Hilfspunkte. Nennen wir jetzt mal H3 und H4. Und von den beiden mache ich jetzt wieder die Mittelsenkrechte. Also wir machen den Zirkel wieder ein bisschen weiter, dass es mehr als die Hälfte ist. Stechen in H4. Ein machen den Kreis, stechen in H3 ein, machen den Kreis. So, und diese Mittelsenkrechte, die ich jetzt hier ziehe, ist die sogenannte gesuchte Parallele, die ich eigentlich haben wollte. Ich mache die jetzt mal hier gestrichelt. Idealerweise sollte sie einfach mal durchziehen bei der Konstruktion. Ich mache das nur, damit man es optisch unterscheiden kann. Das ist diese gesuchte Parallele. So, also was wir im Endeffekt machen, ist zweimal die Mittelsenkrechte aufeinander. Schritte waren, erst den P einstechen, Kreis außenrum ziehen, habt ihr H1, H2. Macht die Mittelsenkrechte von H1 und H2, die muss durch P gehen. In P einstechen, Hilfspunkte H3, H4 machen und von denen die Mittelsenkrechte ist die gewünschte Parallele. Voilà, fertig ist die Geschichte. Bleibt am Ball und habt einen schönen Tag.